So, gerade bin ich fertig geworden mit den Vorbereitungen zum Enterprise 2.0 Summit. Der findet ja nächste Woche in Paris statt. Für die, die ihn nicht kennen, der Enterprise 2.0 Summit war früher mal in Deutschland, Frankfurt und Köln. Mittlerweile findet er in Paris statt, wird organisiert von Congress Media. Der Björn Nägelmann dürfte dem einen oder anderen ja bekannt sein, war bei uns am Knowledge Camp schon mal. Das war so der Ausgangspunkt für das Enterprise 2.0 und Wissensmanagement Positionspapier der GFWM. Letztes Jahr auf dem Knowledge Camp hat er die Panel-Diskussion moderiert, wo der Dr. Schütt, Dr. Richter und Professor Smolnik unter anderem da waren. Und für diejenigen, die da nicht hinkommen können nach Paris, vielleicht noch der Twitter-Hashtag, #E20S. Alles zusammengeschrieben ist der Hashtag, nachdem die Szene dort in der Regel viele Mobildevices dabei hat. Dürften wir da auf Twitter auch einiges mitbekommen, was da gesprochen wird. Mein aktiver Teil da wird sein, ein Forum zu moderieren mit dem Titel Social Knowledge Organization. Da geht es eigentlich genau um dieses Thema, diese neuen sozialen Medien im Kontext der Wissensorganisation. Da will ich ein bisschen versuchen, diese Einordnung richtig hinzubekommen. Wir hatten ja um die Jahrtausendwende so einen Hype um IT-Tools im Wissensmanagement. Damals waren das Portale, Content-Management, Dokumentenmanagement-Systeme, heute sind es die Enterprise 2.0 oder Social-Business-Werkzeuge wie soziale Netzwerke, Wikis und Weblogs. Und ich denke, da ist es wichtig, einfach die richtig einzuordnen in den Kontext virtueller Wissensinfrastrukturen und nicht zu glauben, dass einem diese Werkzeuge, dass sozusagen die das Thema Wissensmanagement ersetzen. Das ist, glaube ich, kein guter Ansatz. Dann finde ich spannend, dass einige Teilnehmer aus unserem Benchlearning-Projekt Social Intranet letztes Jahr dabei waren, dem BLP12. Da haben wir ja 11 größere Firmen, die international verteilt sind, größer im Sinne von mehr als 10.000 Mitarbeiter haben, mit Mehrsprachigkeit, interkulturellen Wissenstransferproblemen zu tun haben und vor allen Dingen auch mit dem Thema Enterprise 2.0 mindestens 2 Jahre schon operativ unterwegs waren. Über ein halbes Jahr, von Mai bis Dezember, gemeinsam voneinander lernen lassen, wie man da am besten mit umgeht. Da ist so ein Enterprise 2.0 Adoption Framework rausgekommen und ein Toolkit mit Sammlung von Material wie Infografiken, Videos und so weiter. Und aus dem Teilnehmerkreis des BLP12 werden mehrere Leute da sein, unter anderem von der Telekom, vom Telekom Social Network, der Herr Grabmeier. Der ist dort Head of Culture Initiatives, interessante Positionsbezeichnung, wie ich finde. Dann von Continental, ein Manager aus dem HR-Bereich. Da haben wir auf der NoTech letztes Jahr schon einen Beitrag gehört zu dem Connext, ein internes soziales Netzwerk auf IBM Connections Basis. Telekom Social Network ist eine Jive Basis. Die zwei bilden mit SharePoint NewsGator oder SharePoint 2013 im Moment ja die heißen Favoriten für interne soziale Netzwerke in größeren Unternehmen. Und am Rande letztes Jahr im Projekt war dabei die Cordelia Groß auch von BASF. Auch da freue ich mich, die mal zu sprechen wieder, weil der BASF aus meiner Sicht wirklich zu den Firmen gehören, die das extrem vorbildlich machen mit einem sehr professionellen Community Management und einer sehr guten organisationalen Verankerung. Dann ist noch eine Liste weiterer interessanter Leute da, mit denen ich mich treffen will. Ron Shaw, Luis Suarez von IBM zum Beispiel. IBM ja auch einer der Pioniere in dem Feld. Und Luis Suarez wollte ich mich in Teneriffa schon treffen, beim Humboldt Cosmos Multiversity. Der Luis lebt ja auf den Kanaren, das hat aber leider nicht geklappt. Da haben wir uns um einen Tag verpasst. Dann ist der Ewan Sample da aus UK, der Autor von Organizations Don't Tweet, People Do. Auch ein sehr spannender Gesprächspartner. Es wird auch aus UK die Jane McDowell da sein, Jane McDonald, eine der großen Intranet-Kapazitäten. Unter anderem jetzt in letzter Zeit aufgefallen durch einen Report, den sogenannten Digital Workplace Trends 2013 Report, 169 Seiten. Spannende Lektüre, vielleicht für den Hinflug. Frank Wolf wird da sein, der Autor von The Social Intranet, Herausgeberband, wo unter anderem auch Beiträge von Christoph Hafgemeier, der auch im Benchlearning-Projekt dabei war. Da übrigens, wenn das interessiert, cognion.de/wiki/BLP12 ist da die URL. Letzte Woche auch der Abschlussbericht rausgekommen, gibt es auch Slideshare.
unter Creative Commons Lizenz. Kann man sich vielleicht auch im Flieger nach Paris anschauen. Dann sind Beiträge in dem Buch drin von Stefan Ehrlicher, Dada Lin vom Knowledge Research Center in Dresden. Die haben jetzt ja die Organisation des Awards Exzellente Wissensorganisation übernommen, wo wir ja glücklicherweise vor einigen Jahren auch schon mal bei den Preisträgern dabei waren. Unter anderem auch noch ein Beitrag von Professor Niemeyer. Also wer für den Rückflug von Paris noch keine Lektüre hat, dem sei dieses Buch empfohlen. Dann noch jemand, der mich persönlich interessiert. Es wird der General Manager Europe von Yammer dabei sein. Wir setzen ja bei Cognion Yammer als Cognion Social Network seit Anfang 2010 ein. Und Yammer, wissen ja die meisten wahrscheinlich, ist aufgekauft worden von Microsoft. Das ist für uns natürlich spannend, dadurch, dass wir auch Office 365 im Einsatz haben, inwieweit die zwei Sachen jetzt zusammenfließen werden und was wir da für uns selber einfach an neuen Funktionen zu erwarten haben. Zwei Sessions gibt es noch, die mich besonders interessieren. Zum einen eine Session, die nennt sich Design Thinking for Social Business. Ich war letzte Woche auf der CeBIT, habe da so einen Impulsvortrag, neue Konzepte für das Wissensmanagement auf der Website gehalten, auch von Congress Media organisiert. Und da bin ich auf dem Hinweg zu dem Panel hängen geblieben. Ich wollte eigentlich ein paar andere Sachen mir noch anschauen, aber ich bin hängen geblieben in dem Design Thinking House vom Hasso-Plattner-Institut. Was wirklich super gemacht war, so eine richtige Holzhütte, wo man durchgehen konnte und den Design Thinking Prozess sich anschauen konnte. Und da planen wir jetzt auch im Quartal 2 oder Quartal 3 wir machen ab und zu so Knowledge Hands-on Veranstaltungen zu heißen Themen. Scrum haben wir zum Beispiel schon mal gemacht. Aber da planen wir im Quartal 2 oder Quartal 3 mal so Knowledge Hands-on zu Design Thinking hier in der Akademie bei uns in Nürnberg zu machen. Wenn das interessiert, da dabei zu sein, da kann man einfach kurz eine Nachricht zukommen lassen, dann informieren wir, sobald da geplant ist, wann. Und dann gibt es noch was, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir sehen ja Wissensmanagement eigentlich als ein Management 2.0, also als eine neue Art, Unternehmen zu führen und zu gestalten mit einer Wissensbrille. Und es wird auf dem Enterprise 2.0 Summit den sogenannten Management Hackathon geben. Hackathon ist ja bekannt aus der Software-Szene. Das ist so ein oder zweitägiges Format, wo sich ähnlich wie bei einem Barcamp früh die Programmierer-Community trifft, bespricht, was eigentlich die wichtigen Dinge sind, die an der Software zum Beispiel zu ändern sind. Dann gibt es Sessions, wo diese Änderungen wirklich durchgeführt werden, also da wird hart gecodet. Und dann am Ende gibt es eine Session, wo die ganzen Ergebnisse gezeigt werden. Im Prinzip ist das wie so eine Art Durchlauf eines Design Thinking Prozess an ein oder zwei Tagen. Und der Jerry Hamel hat ja auf der Management 2.0 Plattform Mix auch schon mal so ein Hackathon durchgeführt und deswegen freut mich das besonders, dass wir jetzt beim E2.0 Summit das auch mal ausprobieren, insbesondere auch, weil wir im Herbst planen, einen eigenen MOOC, so einen Massive Open Online Kurs zum Thema Management 2.0 zu machen und da ist das sicher auch ein wertvoller Input. Ja, das sind so aus meiner Sicht die Highlights. Wir werden das Video auf Facebook einstellen, wie auch unsere ganzen Präsentationen. Das heißt, wer das Programm sich angeschaut hat und andere Highlights für sich definiert hat, gerne dort einfach per Kommentar einbringen. Ich werde versuchen, von der nächsten Woche ein bisschen was mitzubringen, an Material, Fotos auch. Und freue mich dann, den einen oder anderen in Paris nächste Woche auch zu treffen. Ciao.